Ja, hallo und willkommen. Man sieht es sowieso nicht, warum mache ich eigentlich den Stuhl auf unterste Rille hier? Meine, kann nicht sein. So, mal die Schublade raus. So. Wieder mal Modulwechsel. Ich hatte kurz überlegt, ob ich. Schick's mir gerne. Wie man auf Klingon sagt, wenn man Module tauscht. Da die Mirage hinein. Und so, das Modul rein. Witzigerweise ist das scheinbar das Mirage-Brett zu keinem Modul kompatibel. Ich weiß aber nicht, wie das mit Mephisto 1 aussieht. Mephisto, also dem Mephisto 1-Modul. Das könnte sein, dass das dann kompatibel ist. Schreibt es in die Kommentare. Ist der Mephisto 1 kompatibel zum Mirage-Brett? Aber egal, das habe ich schon 10-mal durchgekaut, dass MM2, MM4, MM5 nicht funktionieren. Das Drucksensorbrett wird da nicht unterstützt. So. Was ich auch noch nicht geguckt habe, ist, ob man, das müsste eigentlich logischerweise gehen, weil der Unterbau des Mirage ist ja das gleiche wie vom Modular. Dass wenn man sich den Oberbau vom Modular besorgen würde und dann draufsetzen würde, ob das dann modular werden würde. Eine spannende Frage. So. Strom braucht das ja auch noch. Stimmt ja. Ohne Strom geht der gar nichts, sagt der Lippe, sagt der Mirage zum Lippo, yeah. Mephisto, Mephisto, HG5001, wie konnte ich das nur beinahe vergessen? Meine Güte. So, jetzt ist so. Bitte, bitte, GG. So. Gott sei Dank mangelt es nicht an Steckdosen in der Küche. Es ist ja eine Spitzenküche. Mal gucken, mal kurz zählen. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dahinter ist noch eine 11, da ist noch eine 12. 12 Steckdosen in der Küche. Das muss dann alleine an der Spüle. 5 Steckdosen, wenn man 5 Geräte gleichzeitig im Betrieb hat. So, Level. Ach, Level A3 lasse ich. Ich will halt gewinnen können. Ein Stück Kakao. Wie kleine Kinder machen würden. So, was machen wir denn? Übrigens zeigt auch hier auf beiden Displays das gleiche an. Das ist schade, dass sie das überhaupt nicht angedacht haben, dass man quasi, wenn man zwei Display-Module reinsetzt, dass die verschiedene Sachen anzeigen. Das müsste doch bei dem MM5, das MM5-Modul, das HG550, ach, das Display-Modul kommt ja auch noch rein. Nein, das geht nicht. Lippo. Spezial. Exklusiv. Oder München-Spezial. Mit 4 Modulanschüben. Für noch mehr Schachspaß. So, ich muss aber mal anfangen, Lippo. Leg los. Überlegen. Ja, ist ein Krümmel. G8 auf 6. Wunderbar. English Opening. Ganz normaler Reti-Krempel. Er hat keine Theorie mehr. Boah, super. Das kam so unerwartet. Warum zieht er einen Springer auf 6, wenn er nach C4 sowieso nicht weiter weiß? Wie jämmerlich. Ich könnte ja einfach provozieren, dass er den Bauern nimmt und den Bauern zu halten versucht, um damit auf hinterhältige Art und Weise Vorteile sich zu erschleichen. Aber ich würde das machen mit Springer C3, nachher macht er D4. E3 ist ja Quatsch. Ich mache mal G3. Die Gier des Rechners nutzen. Das ist irgendwie schade. Ich müsste so eine Enter-Taste noch kriegen, eine andere. Ich habe das mal erwähnt. Da sind so Laschen drin in den Modulen. Die rasten ein in das obere Teil. Und ich weiß gar nicht, warum die defekt gegangen sind. Vielleicht hat er gedacht, er müsste sich 20 Mal die Technik des Gerätes anschauen, um zu begreifen, wie die Chips angeordnet sind. Nach dem 20. Mal zuklappen, brachen die Laschen dann ab. Ach, auch hier erstmal.
Ich weiß gar nicht, ob die anderen das auch nicht machen. Das könnte ja sein, dass das von meinen Schachcomputern der einzige ist, wo das Display nicht blinkt, wenn er am Zug ist. Da ist immer so ein Feedback, dass man sieht, das blinkt hier, falls er so ein Blackout hattet vielleicht. Ah, das blinkt ja noch, ich bin ja gar nicht am Zug. So, jetzt muss ich aber irgendwie den Bauern nochmal zurückbekommen. Dame A4. Der Mephisto 2 in dem Gerät drin von Nietzsche und Tenne. Ich glaube, die haben von alleine aufgehört. Als sie die WM wohl gewonnen haben, diesen Special-Titel da, diesen geteilten, alle vier sind Weltmeister. Da haben die sich wohl gesagt, hier Nico Rosberg-mäßig, es genügt, wir hören auf. Kann ich eigentlich Springer E5 schlägt spielen? Springer E5 schlägt. Dame E5 schlägt, Läufer C6 legt Schach, Bauer Dame und dann, wenn was dazwischen zieht, hängt der Turm. Springer E5. Was kann der denn machen? B5? Dann haue ich einfach seine Dame weg. Und wenn er meine nimmt, hängt der Springer mit Schach, dann ist der Schaden noch größer. Springer E5, Dame E5, Läufer C6, Läufer D7. Dann habe ich aber den Springer für Nüsse bekommen, also es ist ja kein Verlust für mich. Ich frage mich, ob das mit den Schachcomputern, ob das im Bach hinunterging damals, als es anfing interessant zu werden. Oder ob das Interessanteste dann vorbei war. Dann gab es eigentlich nur noch schnellere Hardware. Dass das wohl dann auch nicht besser geworden wäre. Wenn er Springer D7 zieht, sich der Läufer einfach zurück. König D8, das ist natürlich auch eine Spitzenantwort. Sich auf den Läufer zurück. Ich kann nicht mehr rochieren, tun Sie die Eier jetzt pochieren. Hauptsache, es hat sich gereimt. Dame E2 schlägt, meine Güte, die Gier steht ihm im Gesicht geschrieben. Ich will alle Bauern schlagen. Widerrede, tu nicht wagen. Meine Güte, Hauptsache, es reimt sich. Der Reim heiligt die Mittel. Vielleicht gebe ich noch einen Bauern, D3. Wenn er nimmt Turm D1, dann läuft er F5, dann kriegt die Bauern nie wieder, muss aufgeben. Glaube, der Nietzsche und Tenne waren, glaube ich, das Umgekehrte von Ulf Ratzmann. Während Ulf Ratzmann ja knallhart Bruce Voss gemacht hat, haben die, glaube ich, mehr auf selektiv gesetzt. Im Hintergrund, man hört musiktechnisch meine Waschmaschine. Sie ist am Laufen, ich muss die Wäsche selber waschen, selber aufhängen, bügeln, ich weiß nicht, was das ist. Ich trage sowieso keine Hemden, die ich bügeln müsste, die hängen alle gut im Schrank. Zittern vor Angst, meine Güte, da will uns doch nicht einfach anziehen, der muss der uns so auch noch bügeln, das kann er doch nicht. D4, wenn er einen Passant nimmt, Läufer raus, ich mache hier das totale Gambit. Dann Turm D1, ich will das totale Gambit. Let's go for it. Läufer raus, Türme raus, der König kann nicht rochieren, ich muss Gas geben. Lippo, die Reinkarnation von Michael Thal. Schade, dass Turm E1 eh nicht gehen würde. Ah, kennt den Endpassant-Zug? Muss ich beschweren, Lippo, Endpassant, ein No-Set? Sagt er in für Lippo gutem englischen Dialekt. I know what you know, but I see what you see. Das ist doch super. Vielleicht sollte ich wirklich mal zum Tischler gehen, die Schachpuppe setzen. Wieso war hier so eine Ecke abgebrochen? Was kostet das, das wieder zu reparieren? 100 Euro. Würde ich natürlich nicht machen. Boah, der überlegt aber lange. Unverschämtheit. Das schmälert meine Gewinnchancen, wenn er zu lange rechnet. Aber überlegt sich, was ist hier schiefgelaufen? Wieso kann ich nicht mal rochieren? War es ein genialer Trick? Meine Güte, es ist doch nicht mehr wahr. Der Lippo. In Panik. Wenn er zu lange rechnet, dann gewinne ich ja nicht einfach.
Mann, Mann, Mann. Ich wüsste doch nicht mal, wo an diesem Spitzengerät Info ist. E6, B6. Okay. So, wieder Lippo. Verschmilzt wieder mit Zahlen und Berechnungen. Was mache ich denn? Springer D5, Springer nimmt. Ich ziehe mal den Turm rüber. Dann habe ich noch die E-Linie. Da muss man sie genauso machen. Auch in Turnierpartien, die Varianten so berechnet. Hier genau die Züge, die man so berechnet, die tippt man so mit den Finger an. Bis auf die gewinnbringende Variante. Da macht man das nicht. Der Gegner weiß die Variante dadurch dann nicht und verliert fünfzügig durch Matt. Wie peinlich das wohl sein muss, wenn man versucht hier Damen-Gambit-mäßig wohl das Matt anzusagen, dann ist das gar nicht Matt. Matt in 5! Dann ist er gar nichts, einfach nur Turm weniger. Voll die Blamage. Matt in 5, 4, 6, 3, nein, in 4! Mann, was geht denn ab hier? Wieso stehe ich noch nicht auf Gewinn? Springer D5, Springer nimmt, Läufer nimmt. Ich muss mich erstmal sammeln für die nächste Variante. Ach man, Läufer D5, Springer nimmt, Springer nimmt. Also Springer nimmt, er muss ja nehmen. Was habe ich davon, dass der Läufer da steht? Dann greife ich erstmal den Bauern an. Ach, weißt du was? Was denken Sie denn so lange? Das gibt dir nur Kopfschmerzen. Dann bist du Läufer G5, Turm E1, um matt setzen zu wollen. Das ist doch nicht Deep Blue. Das ist ein getarntes Modul. Das ist eigentlich gar kein Spielmodul. Das haben die mir untergejubelt. Das, eigentlich ist das hier nur ein WLAN-Connector. Der macht über WLAN, ist damit mit Deep Blue 2 verbunden. 5 Milliarden Stellungen pro Sekunde. Das Modul selber spielt gar nicht Schach. Ich nehme jetzt den Bauern weg, dann ruhig erstmal ein. Zumindest ruhig mal ein Matt. Das ist mein Sonnenschein. Dame E8 Mattos droht. Oder, das droht so auch C6 droht matt. Wie möchte er das jetzt decken? Läufer D6. Ja, den hau ich weg, dann hat er zumindest den Doppelbauern. Turm E1 würde sogar das Matt drohen wieder. Turm E8 matt, Turm Dame matt. Oder noch schöner, Dame E8 Schach, Turm Turm matt. Vielleicht wäre das Nehmen sogar scheiße. Einfach so. Ach, er nimmt ihn gar nicht zurück. Das gibt mir doch die Chance, jetzt Bauern zurückzugewinnen. Dann nehme ich erstmal ihn weg hier. Er nimmt zurück. Und dann muss der Läufer wieder weg. Könnte auch einen Damenschach geben. Schach gesehen und Schach gegeben. Wenn er jetzt nach B8 zieht, kommt Dame F4 Schach. Dann geht das. Ach, ich weiß nicht, ob das matt geht. Auf jeden Fall. Erfreut ist Lippos Herz doch aus Wärmste. Ich muss dringend auf Toilette, deswegen mache ich jetzt Remis. Ich gebe noch einen Turmschach. Schach gesehen, Schach gegeben. Nächste Schach. Next Check. Du, Dame C7 matt. Kannst ja Dame dazwischen schieben. Mirage. Entsetzt. Schach. So geht Schach heute. Einfach nur Attacke spielen. Lippotal am Brett hier. Fantastisch. Den auch noch wegnehmen hier. Oh, super, genau so habe ich mir das gedacht. Sehr, sehr schön. Alles andere hätte mich gewundert. Was mir ein bisschen in die Kleertaste hatte zumindest. Was recht nett ist, ist ja diese List-Taste. Das heißt, wenn man List macht, dann kann man die Position prüfen, indem da alle Figuren durchgeht, da steht Turm A1 und wo die Puppen stehen. Deswegen dem Drucksensorbrett, weil wenn da die Puppen hinfallen, dann registriert er ja sogar, ich habe noch einen Schach gesehen, Schach gegeben, dann hat er ja nicht die Möglichkeit irgendwie zu blinken oder sowas, dass da die Figur fehlt. Deswegen, wenn man, oder manchmal die Katze flitzt übers Brett, da kann man das nachprüfen. Das müsste es beim MM5 eigentlich auch geben. Ich habe es aber nie benutzt. Wunderbar. Schach, 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 Schach.
Ah, hier blinkt's auch hier. Das Feuerwerk der Schachgiganten. Somit bedanke ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das ist immer schön, wenn man Computer hat, die nicht so stark sind. Dann, wenn man einen schlechten Tag hat, dann geht man immer in die Etage runter, erst Roma. Dann MM5, MM4, MM2. Mirage, da muss es dann richten. Wenn man dagegen auch nicht gewinnt, dann geht man weinend ins Bett. Tschüss, bis zum nächsten Mal.